Iran hat unter dem konservativen Präsidenten Mahmoud Ahmadinejad den Rückwärtsgang eingelegt. Strenge Kleidungsvorschriften, strenge Zensur im Internet, strenges Verbot von liberalen Zeitungen. Die Kontrolle des autoritären Regimes ist allgegenwärtig. Auch wenn sich die Präsidenten der großen Staaten nicht ganz sicher sind über das tatsächliche Gefahrenpotenzial Irans, so lässt sich doch feststellen, der Streit um das iranische Atomprogramm ist unter Ahmadinejad deutlich schärfer geworden. Wie gefährlich aber ist der Gottesstaat wirklich? Der iranische Schriftsteller und Publizist Bahman Niromand gibt in der folgenden Stunde Einblick in die Politik und das Leben der Menschen in Iran. Niromand musste seine Heimat übrigens gleich zweimal verlassen. Unter dem Schah in den 60er Jahren und 3 Jahre nach der Islamischen Revolution von 1979. Bahman Niromand lebt in Deutschland im Exil. Sein 1967 erschienenes Buch Persien, Modell eines Entwicklungslandes oder die Diktatur der freien Welt hatte großen Einfluss auf die deutsche Studentenbewegung. Norbert Bischofberger hat Bahman Niromand an den Sternstundentisch geladen. Herr Niromand, wer oder was verunmöglicht es Ihnen eigentlich, dass Sie in Iran leben? Naja, wir haben dort im Iran ein Regime, das bestimmte Forderungen an die Bürger und Bürgerinnen stellt. Und wer sich dem entgegensetzt, dem geht es nicht sehr gut. Und mir geht es genauso. Also ich gehöre zu den Kritikern dieses Regimes schon von Anbeginn. Und ich habe sehr viel über die Situation im Iran geschrieben. Und daher glaube ich, wäre es gefährlich, im Iran zu leben für mich. Sie leben seit den 60er Jahren im Exil in Deutschland, waren dann 1979 nach der Islamischen Revolution noch mal für 3 Jahre in Iran und seither aber wieder in Deutschland. Träumen Sie heute noch manchmal von Ihrer Heimat? Jede Nacht. Ist es wahr? Das ist wirklich wahr. Das ging mir genauso schon in der Schahzeit. Auch damals lebte ich im Exil gehörte der Auslandsopposition an. Und als ich dann nach Iran kam, da war es wie ein Traum. Und es ist jetzt auch so, dass ich fast jede Nacht davon träume, in meiner Heimatstadt Teheran zu sein. Und es ist wirklich eine große Sehnsucht, wieder in meine Heimat zurückzugehen. Aber diese Sehnsucht kann zumindest im Augenblick nicht erfüllt werden. Sind das Bilder aus Ihrer Kindheit, sage ich schon fast, oder sind es Bilder, die inspiriert sind aus Filmen oder von Fotografien? Heutiges Teheran, heutiges Iran? Ja, das heutige Teheran und Iran, muss ich sagen, zu meinem höchsten Bedauern, das ist einfach, schmerzt mich, wenn ich das sage, kenne ich überhaupt nicht. Ich bin seit 20 Jahren oder 18 Jahren nicht dort gewesen. Und Besucher, die hierher kommen, erzählen mir, dass die Stadt sich völlig verändert hat. Sie sieht ganz anders aus. Es ist total verbaut und es ist wie ein Riese. Teheran hatte damals vor der Revolution noch 3,5 Millionen Einwohner. Jetzt schätzt man die Einwohnerzahl auf 14 Millionen. Und dementsprechend hat sich die Stadt ausgeweitet und weiterentwickelt. Und da im Iran nicht planmäßig gebaut wird, würde ich mich in Teheran heute überhaupt nicht mehr zurechtfinden. Die Straßen haben sich geändert, die Stadtbezirke und so weiter. Gleichwohl gelten Sie als einer der besten Kenner der Situation in Iran, auch im Mittleren und Nahen Osten. Woher beziehen Sie Ihre Informationen dann? Ja, also man hat ja heutzutage sehr viele Möglichkeiten, sich zu informieren. Erstens habe ich weitreichende Beziehungen im Iran. Zweitens, dank Internet kann ich jeden Tag alle Zeitungen, die im Iran erscheinen, Zeitschriften lesen und ich kann auch korrespondieren mit Freunden
durch, also mit E-Mails und so weiter. Es ist also wunderbar. Ich kann Ihnen sagen, seitdem es diese Möglichkeit, seitdem es also Internet und Mails gibt, da bin ich weit besser informiert als je zuvor. Kommen wir gleich mal zur Situation in einem ersten Schritt, die im Moment in Iran herrscht. Sie sagen ja, verschärfte Kleidervorschriften, verschärfte Zensur im Internet gerade, dann auch Verbot von liberalen Zeitungen. Jetzt im Moment, Präsident Ahmadinejad zieht die Schraube an. Warum? Ja, es ist, wir hatten eine Phase, wo es etwas lockerer wurde, die Verbote wurden gelockert, auch Kleidungsvorschriften für Frauen oder die Zensur der Presse und all diese Maßnahmen, die wurden in der Ära von Khatami, dem Vorgänger von Ahmadinejad, sehr gelockert und man hatte das Gefühl, dass es jetzt sich öffnet, das Land, richtig. Aber seitdem Ahmadinejad an der Macht ist, verschärft sich die Repression. Das kommt dadurch, dass dieses Regime von Ahmadinejad und mit ihm, also die Islamisten, die Radikalen, sich in der Minderheit befinden, dass sie haben nicht mehr die Mehrheit des Volkes hinter sich. Und ein Regime, das sich in der Minderheit unter Druck befürchtet, also befindet, versucht immer zu unterdrücken und die Meinung durchzusetzen. Zudem ist es so, dass das Regime von Ahmadinejad eine Rückkehr zu der Vergangenheit möchte, zu den Ursprüngen der Revolution vor 20 Jahren und zu den Zeiten Khomeinis. Und Ahmadinejad hat des Öfteren erklärt, dass er die Ideale der Revolution verwirklichen will. Er wirft der islamischen Establishment Verrat vor an den Idealen der Revolution und er will versuchen, einen lupenreinen islamischen Staat durchzusetzen und da befindet er sich im Gegensatz zu der Mehrheit der Bevölkerung. Da geht also ein Graben durch die Bevölkerung. Jetzt ein anderes Thema, dieser Atomstreit, den wir von außen gesehen vielleicht auch nicht so ganz verstehen können. Also da war eben kontrovers diskutiert, hat Iran ein Atomwaffenprogramm? Jetzt haben wir im letzten November von den amerikanischen Geheimdiensten erfahren in einem Papier, dass es bis 2003 ein solches Vorhaben gab, dass es dann aber eingestellt wurde. Experten sagen jetzt, dass es einige Jahre bis einige wenige Jahre dauern würde, bis Iran über Atomwaffen verfügen würde. Präsident Bush sagt gleichwohl, Iran ist gefährlich. Was gilt jetzt? Also wenn Sie mich über diesen Atomstreit fragen, dann muss ich sagen, ich habe das ja sehr genau verfolgt und schrittweise, wie sich dieser Streit entwickelt hat, auch alles dokumentiert. Ich glaube nicht, dass es den USA und auch dem Westen in erster Linie um diesen Atomkonflikt geht. Weil zwar möchten die Amerikaner und auch mit ihnen die Europäer auf jeden Fall verhindern, dass Iran zu einer Atommacht wird. Das wollen sie niemals zulassen. Aber das ist nicht der Hauptgrund. Der Hauptgrund ist, dass die Amerikaner nach wie vor die Kontrolle über die gesamte Region haben wollen. Und im Grunde einen Regimewechsel anstreben. Es geht ja jetzt in der Auseinandersetzung zwischen den USA und Iran im Grunde nicht nur um den Atomkonflikt. Es sind verschiedene Aspekte und im Grunde wollen die Amerikaner
wieder die Kontrolle erlangen über die gesamte Region. Und hier sind ja, lagern ja die größten Ölvorkommen der Welt und Gasvorkommen der Welt. Und um diese Ressourcen geht es überhaupt. Es war im Grunde, sind alle diese Konflikte von Afghanistan bis Pakistan, von Iran bis Irak und alle in diesen Staaten, geht es um den Kampf, um Kontrolle dieser Region, geht es um Energie und geostrategische und geopolitische Fragen. Gleichwohl wäre es doch gefährlich, Atomwaffen in den Händen, ich sage das jetzt einfach von außen gesehen, eines fanatischen Regimes zu sehen. Da haben Sie völlig recht. In jedes Regime. Ich denke auch, es ist gefährlich, die Atomwaffen in den Händen Israels zu sehen, die Atomwaffen in den Händen von Amerikanern zu sehen, auch Pakistan zu sehen. Ich meine, das Regime in Pakistan ist mindestens so gefährlich wie das im Iran. Das ist völlig absurd, jetzt immer wieder mit zweierlei Maß zu messen. Ich bin gegen überhaupt Nutzung der Atomenergie im Iran, weil das viel zu teuer ist und wir haben genug Möglichkeiten, alternative Energien einzusetzen. Darum geht es nicht. Aber international betrachtet, jetzt ganz objektiv, ohne jetzt zu diesem Regime irgendwie Stellung zu nehmen, international betrachtet hat Iran das Recht, die Atomenergie zu nutzen. Friedlich natürlich. Und für mich ist es überhaupt nicht einsichtlich, warum die Amerikaner nicht direkt mit Iran verhandeln, warum sie Vorbedingungen stellen. Eine andere Frage hat mir vorher noch gestellt, wie Sie diese geostrategischen und materiellen Interessen genannt haben. Ja. Vor allem der Amerikaner, aber ich meine, es sind ja noch andere in der Region tätig, oder? Ich denke an die Russen, an die Chinesen. Ja. Ich habe mir aber die Frage gestellt, das Regime vorher, Khatami, der ehemalige Präsident saß ja auch bei uns in der Sendung im Gespräch mit dem Publizisten Roger Devec. Mhm. Er hat einen sehr moderaten, vernünftigen Eindruck gemacht. Warum hat man dann diesen Mann nicht mehr unterstützt? Ja, fragen Sie Herrn Bush und fragen Sie die Vertreter der EU-Staaten, die mit Iran verhandelt haben. Damals hat Khatami sich bereit erklärt, Urananreicherungen auszusetzen, das ganze Atomprogramm auszusetzen, um zu einem Konsens zu kommen. Aber die Amerikaner wollten keinen Konsens. Es geht darum, diesen Konflikt zuzuspitzen, um genug Vorwand zu finden, um gegen Iran vorzugehen. Ich halte das Regime für gefährlich. Dieses Regime ist ein gefährliches Regime. Eben, beide spitzen ja zu. Ja. Also Ahmadinejad, um das jetzt noch zu verstehen, der hat ja gesagt, Israel soll von der Landkarte getilgt werden. Er hat den Holocaust geleugnet. Das ist auch zu unserer Sicht wirklich äußerst verurteilenswürdig. Und aus meiner Sicht auch. Aus historischer Sicht auch unvernünftig. Ja. Warum tut er das? Was sind da die Hintergründe? Schauen Sie, Ahmadinejads Strategie ist eine Krisenstrategie. Er will ständig Krisen erzeugen, auch wenn es geht künstlich, Krisen erzeugen, um abzulenken von seiner ganzen Unfähigkeit, das Land zu regieren. Wirtschaftlich geht es seit Ahmadinejad im Iran regiert ganz ständig bergab. Holocaust und diese Fragen interessieren überhaupt nicht Iran. Was interessiert, wen? Also die Bevölkerung. Die Bevölkerung. Wer interessiert überhaupt? Kaum jemand weiß, was Holocaust ist. Er hat das einfach aus der Tasche herausgezaubert, plötzlich, weil er merkt, dass er damit Schlagzeilen machen kann, weil er damit außenpolitische Krisen erzeugen kann. Die Iraner sind Patrioten, die mögen nicht, wenn ihr Land von außen angegriffen wird, unter Druck gesetzt wird. Und das ist die Möglichkeit für dieses radikale Regime, um sozusagen die Mehrheit hinter sich zu bringen,
die Mehrheit, die es eben vorzieht, das Regime zu verteidigen, anstatt einen amerikanischen Angriff zu erdulden. Schauen Sie, die Iraner sehen nach Westen und nach Osten. Und da sehen Sie Afghanistan und auf der anderen Seite Irak. So ein Schicksal wollen Sie nicht haben. Und deswegen ist das so schwierig jetzt in dieser Situation. Und das weiß Ahmadinejad und deswegen erzeugt er ständig Krisen. Und den Islam, also die Islamische Republik Iran, sehen Sie dann auch nur als so eine Art Vorwand in dieser Geschichte? Ja, ich denke auch, also darüber müsste man genauer reden. Der Islam wird sehr oft jetzt von radikalen Gruppen instrumentalisiert. Karikaturenstreit. Ja, es wird alles, aber auch umgekehrt. Ja, klar. Auch umgekehrt wird das instrumentalisiert, um die Interessen, die ganz andere sind, die dahinter stecken, durchzusetzen. Ökonomische Interessen, politische Interessen durchzusetzen. Dieses Bild, was man im Westen jetzt vom Islam entworfen hat, dieses Schwarze, dieses Gefährliche, dieses Bedrohende, das ist so ein gefährliches Spiel, was man da treibt. Weil die Mehrheit, überwiegende Mehrheit der islamischen Welt, das ist alles, sind friedliche Menschen, sie haben wunderbar mit anderen Religionen zusammengelebt. Wir hatten im Iran überhaupt keine Probleme. Ich habe in der Schule jüdische, christliche Freunde gehabt, armenische Freunde gehabt. Wir haben nie das Gefühl gehabt, dass wir was anders sind. Gut, das kontrastiert jetzt natürlich schon mit den Bildern, die wir aus den letzten Jahren kennen, eben von Fanatisierung durch Religion. Es kontrastiert natürlich auch mit den Bildern, die wir aus der Religionsgeschichte kennen, einer gewaltsamen Ausbreitung des Islams. Ich sage ja nicht, dass nicht das Christentum auch sich gewaltsam ausgebreitet hat. Ja, ich glaube, Christentum hat sich mehr gewaltsam ausgebreitet als der Islam. Also darüber kann man lange streiten. Es gab in der Geschichte verschiedene Phasen. In der einen Phase war der Islam mehr aggressiv und es gab mehrere Phasen, wo die Christen aggressiv sind. Aber ich denke, heutzutage überhaupt dieses Gerede von Kampf der Kulturen und Religionen, das ist einfach ein Vorwand. Im Grunde diesen Kampf gibt es nicht. Gibt es eine Auseinandersetzung zwischen Christentum und Islam? Nach meiner Auffassung nicht. Ja, es verwundert einfach, dass es über Jahrhunderte friedlich abgelaufen ist, neben Auseinandersetzungen. Ja, und dass es jetzt plötzlich nur noch die Auseinandersetzung geben soll. Warum? Da muss man sich fragen, warum plötzlich. Schauen Sie, woher kommen überhaupt diese ganzen terroristischen Gruppen? Woher stammen die? Wieso gab es die nie? Es gab gut die Islambrüderschaften in Ägypten, aber das war eine kleine Gruppe. Ansonsten die Muslimbrüderschaft hat sich natürlich auch radikalisiert dann im Laufe ihrer Geschichte. Ja, hat sich radikalisiert. Aber erinnern Sie sich daran, dass in den 70er Jahren, Ende der 70er Jahren, als Kampf gegen den Kommunismus Zehntausende sogenannte Gotteskrieger aus allen islamischen Ländern mobilisiert wurden, von den Amerikanern und von den Saudis. Und die sind nach Afghanistan geschickt worden. Die Taliban, das ist doch ein Ergebnis dieser ganzen Entwicklung gewesen. Bin Laden und alle diese Gruppen sind damals in den 70er Jahren entstanden. Sie haben für Milliarden Waffen bekommen aus den USA, aus verschiedenen Ländern, damit sie gegen die Sowjetunion, die damals Afghanistan besetzt hatte, vorgehen. Und daraus hat sich überhaupt der islamische Fundamentalismus entwickelt. Und der wird immer weiter jetzt geschürt, und zwar nicht nur auf islamischer Seite, sondern auch auf der Gegenseite. Schauen Sie, wenn man diese verschiedenen Maßstäbe anlegt,
wenn man Israel anders behandelt als Palästina, wenn man Indien anders behandelt als Iran, wenn man Pakistan anders behandelt als ein anderes Land. So geht das nicht. Das ist aus der Sicht der Betroffenen natürlich schwer verständlich. Ja. Jetzt haben Sie immer von der USA, von den USA gesprochen. Welche Rolle spielt denn Russland? Welche Rolle spielt China in dem Raum? Ja, also das ist unterschiedlich. Russland möchte wieder zu einer Großmacht werden. Dieselbe Rolle spielen wie damals die Sowjetunion. Und Russland hat auch jetzt ökonomische Möglichkeiten gewonnen. Russland ist im Besitz von Energie und Russland hat die Möglichkeiten und bestimmte Hebel, um diese Rolle wieder einzunehmen. China geht ganz andere Wege. China kümmert sich kaum um Politik und auch kaum um Sozialismus und so weiter. Ganz brutal kapitalistisch gehen sie vor, sie steigern ihren Einfluss durch Investitionen in Afrika, in Asien, auch mit Iran haben sie weitreichende ökonomische Beziehungen. Und ich habe das Gefühl, dass sich da jetzt wirklich neue Fronten bilden. Mhm. Ich habe das in einem Buch hier beschrieben, alles ganz genau, dass wir jetzt schon uns in einer Zeit des Kalten Krieges befinden, eines neuen Kalten Krieges. Und dieser Kalte Krieg kann sich durchaus, wenn man nicht aufpasst, in einen warmen Krieg verwandeln. Das ist eine sehr gefährliche Situation, in der wir uns befinden. Im Nahen und Mittleren Osten. Sehen Sie im Zentrum dann Iran. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir wieder raus? In Ihrem Vorgängerbuch über Iran, da analysieren Sie, die iranische Gesellschaft und der Gottesstaat bewegen sich in Wahrheit seit Jahren auseinander. Massive Einflussnahme von außen oder gar ein Militärschlag würde die erkennbaren Veränderungstendenzen zunichte machen. Und ganz entgegen den vorgeblichen Absichten der USA, eine Öffnung und Demokratisierung des Landes verhindern. Würde das heißen, jegliche Einflussnahme stoppen? Nein. Also schauen Sie, zunächst muss man wissen, die iranische Gesellschaft ist ein ungeheuer unvielfältige Gesellschaft. Wir haben auf der einen Seite die Fundamentalisten, die radikalen Islamisten, die sich jetzt um Ahmadinejad geschart haben. Auf der anderen Seite, selbst im islamischen Lager, haben wir moderate Geistliche, moderate Kräfte, die sich um Reformen im Islam bemühen und man kann sagen, Leute um Khatami oder um andere Reformer, ja, die eine Zeit lang im Iran regiert haben. Und dann haben wir die weit verbreitete, weit entwickelte iranische Zivilgesellschaft. Und diese die also nicht religiös ist? Nein, doch, sie ist auch religiös, aber sie ist nicht wie einen islamischen Staat. Mhm. Sie ist für Demokratie, für Freiheit, für Offenheit. Schauen Sie zum Beispiel den Kampf, den die iranische Frauen seit dem Bestehen der Islamischen Republik führen. Das ist ein ungeheurer, mutiger Kampf, den die Frauen um ihre Rechte führen. Und die Frauen sind in der Islamischen Republik sehr präsent, obwohl sie unterdrückt werden, obwohl sie weniger Rechte haben, aber sie sind in diesem Kampf zu selbstbewussten Individuen geworden. Und sie führen einen Kampf. Und wenn Sie sagen Einmischung, ja, wenn Sie sich einmischen wollen, dann müssen Sie, wenn Sie Druck ausüben wollen, dann wegen Menschenrechte. Wichtig ist im Iran, wenn Sie die Menschenrechte anklagen und wenn Sie Druck ausüben aufgrund
der Einhaltung von Menschenrechten oder beziehungsweise Missachtung der Menschenrechte, dann unterstützen sie diese iranische Zivilgesellschaft. Wir haben im Iran zum Beispiel sehr, sehr viele ganz fantastische Kritiker des alten Islam, die sich also um Modernisierung des Islam bemühen. Diese Kräfte sollten unterstützt werden. Diese Kräfte sollen unterstützt werden. Nochmal zurück zu den Frauen. Abu Said, der Islamwissenschaftler, ehemals aus Ägypten, hat uns ja auch hier erklärt, dass gerade dort, wir haben ja diese Bilder von den verschleierten Frauen vor uns, oder? Dass gerade dort unter den Schleiern des Islam die Frauen sich emanzipiert hätten, indem sie sich nämlich organisierten, indem sie durch Koranlektüre die Schrift schreiben, lesen gelernt hätten. Ja. Ist das so vergleichbar mit dem, was Sie geschildert haben? Ja, das ist viel mehr. Schauen Sie, es gibt zum Beispiel im Iran etliche Frauenorganisationen. Und das sind nicht nur laizistische Frauenorganisationen, sondern auch islamische Frauenorganisationen. Ich kann Ihnen sagen, es gibt zum Beispiel eine feministische islamische Frauenorganisation im Iran. Ich habe ein Interview geführt mit einem Vorstandsmitglied dieser Organisation und gefragt, was verstehen Sie unter Feminismus? Wie unterscheiden Sie sich von den europäischen Feministinnen? Da sagt die Frau, also gar nicht, wir wollen Gleichberechtigung von Männern und Frauen und so weiter. Alles, wir wollen dieselben Rechte, gesellschaftlichen Rechte haben. Dann habe ich gesagt, ja, warum dann islamisch? Sagt sie, weil wir unseren Glauben nicht verlieren wollen. Wir glauben an den Islam, wir glauben an Gott, den wollen wir nicht verlieren. Und dann sage ich, ja gut, aber diese Religion hat nicht die, akzeptiert nicht gleich die Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen. In gewissen Dingen haben Frauen weniger Rechte. Dann sagt sie, wo, sage ich zum Beispiel im Koran. Und dann sagt sie, ja, dann muss das weg. Verstehen Sie, das ist so radikal, sind die schon heute. Die sagen, wir müssen den Koran anders interpretieren. Gut, das widerspricht dann der Auslegung eben wörtlich des Korans, also das in Stein gemeißelte Wort Gottes, ja, sondern eben, dass man sagt, es ist in der Zeit entstanden, muss interpretiert werden. Ja, also sie, ich kann ein Beispiel sagen, ganz kurzes Beispiel. Zum Beispiel ein iranischer Reformer, der Yousefi Eshkebari, der sagt, er hat übrigens im Gefängnis gesessen, er ist ein Geistlicher, im Gefängnis gesessen aufgrund seiner Kritik, die er an den hergebrachten Islam ausübt. Er hat gesagt, ich habe genau den Koran untersucht und habe festgestellt, dass bestimmte Gesetze oder Bestimmungen, die im Koran sind, von der damaligen Beduinengesellschaften übernommen worden sind. Und dann sagte, ja, daraus kann man, habe ich mir dann die Frage gestellt, was wäre passiert, wenn die Gesellschaft anders ausgesehen hätte? Wenn Mohammed nicht in Mekka und Medina gewesen wäre, sondern in Athen, dann hätte man andere Gesetze übernommen. Also muss man daraus schließen, dass diese Gesetze und Bestimmungen zeit- und ortgebunden sind. Wir leben heute in einer anderen Zeit, in einem anderen Ort, also brauchen wir andere Bestimmungen und andere Gesetze. So einfach ist das. Ja. Und ich glaube, wenn man, ich frage mich, warum kennt man diese Leute so wenig hier im Westen? Warum kennt man Ahmadinejad? Aber also diese Aufklärer im Islam. Die Aufklärer im Islam. Wenn sie unterstützen wollen, wenn sie tatsächlich unsere Gesellschaften verändern wollen und es begrüßen, dass ein Demokratisierungsprozess in unseren Gesellschaften gibt, dann müssen sie solche Kräfte publik machen, sie müssen sie einfach unterstützen und nicht immer nur das total Negative und Schwarze hervorheben. Aber wie viel Prozent machen denn diese Leute zum Beispiel in Iran aus? Schätzung.
Diese Leute, die als aktive Reformer tätig sind, machen einen geringen Prozentsatz aus. Aber sie haben einen großen Einfluss. Mhm. Das ist nicht so, dass sie in den Hinterstuben einer Moschee miteinander reden, sondern ihre Arbeiten, Ansichten werden publiziert, und zwar ganz breit. Und das ist sehr weit in der iranischen Gesellschaft verbreitet. Das ist das. Die iranische Zivilgesellschaft, schauen Sie, als wir die Revolution gemacht haben im Iran gegen die Diktatur des Schahs, da haben wir gesagt, diese Diktatur muss weg. Aber was als Alternativ her muss, also solche Pläne hatten wir nicht. Und die Islamisten hatten eine klare Antwort. Die Islamisten hatten eine klare Antwort. Aber jetzt durch diese Erfahrung, so schlimm diese Erfahrung der Islamischen Republik gewesen ist, da ist ein ganz anderes politisches Bewusstsein im Iran entstanden. So, dass man weiß, zum Beispiel die Trennung von Religion und Staat, das ist die Voraussetzung für Demokratie. Ohne diese Trennung wird es keine Demokratie geben im Iran. Und solche Erkenntnisse hat man durch diese Erfahrung dieser langen Zeit gewonnen. Und zum Beispiel dieses Selbstbewusstsein der Frauen, diese Reformen im Islam und so weiter, das alles sind in diesen Jahren besonders in diesen Jahren entstanden. Wir fragen ja auch nach den Ursachen, nach den Hintergründen für diese Situation. Und da würde mich noch interessieren, was Sie dazu meinen. Arnold Hotting in seinem Buch Islamische Welt, ein langjähriger Kenner, langjähriger Berichterstatter, Nahostexperte für die Neue Zürcher Zeitung. Den ich sehr schätze. Sagen. Dann schaue ich mal, ob Sie auch seine Einschätzung teilen. Also er sagt, jetzt auf den ganzen Raum gesehen, der Kulturimport in derart massiven Dosen, wie er in den letzten 200 Jahren der arabischen und in etwas geringerem Maße der weiteren islamischen Welt aufgezwungen wurde, erwies sich als Gift. So sehr, dass das Gegengift des Islamismus sich erfolgreich ausbreiten konnte. Jedoch nicht erfolgreich regieren, denn es war nur Gegengift, kein echter Nährstoff. Das heißt, letztlich prognostizierte er eine Identitätskrise. Aufgrund dieses langen Einflusses also des Westens. Fall, auf jeden Fall muss man sagen, dass dieser Versuch, massive Versuch der Verwestlichung der islamischen Länder, das ist gescheitert. Das ist gescheitert, weil es auch nicht möglich ist. Mhm. Schauen Sie, ob Sie jetzt westliche Strukturen nehmen oder demokratische oder alles, was hier zum Westen gehört, das ist aus Ergebnis einer langjährigen Geschichte. Es sind 300 Jahre, die Sie jetzt versuchen, seit der Aufklärung und so weiter, bis Sie hierher gekommen sind. Das ist eine Geschichte, die sich aus sich heraus entwickelt hat. Wie können Sie erwarten, dass eine Gesellschaft wie die ägyptische oder die iranische oder die pakistanische Gesellschaft plötzlich alle diese Errungenschaften des Westens annimmt und damit glücklich wird? Ich denke, erstens ist es ungeheuer wichtig, dass Demokratieerkenntnisse und Erkenntnisse der Menschenrechte und so weiter aus der eigenen Gesellschaft selbst heraus entwickeln. Und zwar aus der Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte, mit der eigenen Religion, mit der eigenen Tradition. Sonst ist das nicht echt. Und nicht aufoktroyiert. Sie können nicht Demokratie einbomben. Außerdem muss ich Ihnen sagen, es ist ja auch nicht alles Gold, was glänzt im Westen. Wir sehen ja auch die negativen Seiten dieser Entwicklung. Und wieso müssen wir in unseren Gesellschaften denselben Weg gehen und zu selben Ergebnissen kommen wie der Westen? Wir können doch andere Wege gehen, um die Menschenrechte zu akzeptieren und Demokratie in unserer Weise
also identisch mit unserer Geschichte zu erzeugen. Das ist sehr wichtig. Ihnen, also dem Westen, fehlt tatsächlich auch die Akzeptanz dieser Gesellschaften. Ich habe zum Beispiel ein Gespräch gehabt mit Peter Struck, dem Fraktionsvorsitzenden der Sozialdemokraten in Deutschland. Er sagt, wir sind hier, also um deutsche Interessen am Hindukusch zu vertreten. Das ist doch absurd, was für Interessen vertreten Sie? Seitdem Sie da sind, Sie und die USA und andere, gibt es einen stärkeren Taliban, wir haben mehr Terroristen, die Terroristen haben sich besser organisiert und so weiter. Und welche Interessen sind das denn, die Sie dort vertreten? Es ist einfach, man muss, ich glaube, die Zeit des Kolonialismus ist vorbei. Mhm. Und das ist einfach so, dass die Menschen in diesen Ländern, ich verurteile alle diese Formen des Kampfes, die islamische Fundamentalisten durchführen. Mord ist Mord, ist egal in welcher Weise und mit welchem Ziel. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und das müssen alle akzeptieren, sowohl die Islamisten als auch die anderen Fundamentalisten aus dem Westen. Also hier wird nochmal Ihr Anliegen ganz persönlich deutlich. Ja. Wir können es vielleicht an ein, zwei Stationen noch aus Ihrem persönlichen Leben, das eng verbunden ist mit der jüngeren Geschichte Irans, zeigen. Sie sind in den 30er, 40er Jahren in Teheran aufgewachsen des letzten Jahrhunderts. Das war die Zeit unter dem Schah. Sie sagen, der Premierminister Mossadegh war der einzige Demokrat, der je in Iran regierte. So ist es. Wie kam der jetzt ans Ruder? Er hat durch eine Volksbewegung, und zwar ging es damals um die Nationalisierung der Ölindustrie, und die Engländer haben das iranische Öl unter ihrer Kontrolle gehabt und die Verdienste oder die Gewinne haben sie eingesteckt. Und Mossadegh hat einfach eine Bewegung ins Leben gerufen, die gesagt hat, nein, das ist purer Kolonialismus, die Ölindustrie muss nationalisiert werden. Der Schah musste ja auch kurzzeitig das Land verlassen. Ja, der hat kurzzeitig das Land verlassen, er ist nach Rom geflüchtet und dann haben sie die Amerikaner gegen Mossadegh geputscht. Sie haben ihn gestürzt und sie haben den Schah wieder zurückgebracht und ihm dann einen starken Geheimdienst und starke Armee organisiert und die modernsten Waffen zur Verfügung gestellt. Von daher kommt auch diese ganze Aversion, die sich gegen die USA im Iran entwickelt hat und auch in der ganzen Region, weil Demokratie, also Mossadegh war ein Demokrat, der, wie Sie gesagt haben, der einzige Demokrat, den wir in unserer neueren Geschichte haben. Ja, es wird mir klar. Und Sie haben dann in Deutschland die Schule besucht, studiert, sind zurückgekehrt als Lehrender für Literaturwissenschaften. Und Sie mussten ja das Land dann wieder verlassen. Ja. Sie haben aber gesagt einmal, der Militärdienst war die schlimmste Zeit meines Lebens, wie Sie damals in Iran waren. Ja. Was war denn da? Ja, Sie müssen sich vorstellen, ich mit tausend Flausen im Kopf und Idealen und alles, fahre sofort nach Ende meines Studiums, nachdem ich promoviert hatte, übrigens über Bertolt Brecht, gehe ich nach Iran, um meinem Land zu dienen, mit sehr vielen Idealen. Und kaum bin ich da und ich hatte sofort auch die Gelegenheit, an der Universität zu arbeiten. Und da ich ganz andere Methoden des Studiums einführen wollte, war das dem Regime natürlich nicht recht. Und ich wurde zum Militärdienst gezwungen.
Und ich habe Militärdienst dort geleistet, und muss man sich vorstellen, also Militärdienst, das war für mich ganz, ganz grauenhaft, dieses Kasernenleben und dieser Druck. Und ich habe auch oft dagegen protestiert, und oft wurde ich für ein paar Tage dann eingesperrt und Ausgangssperre bekommen und so weiter. Also das war schon eine schlimme Zeit für mich. Und letztendlich musste ich ja das Land verlassen unter dem Schah. Und dann bin ich 1979 mit großen Hoffnungen wiederum in das Land gegangen. Also es hat sich abgezeichnet, dass der Schah abdanken muss. Ja. Und Sie sind, wie Sie sagen, voller Hoffnung zurückgekehrt. Das nimmt mich jetzt schon Wunder. War damals noch nicht klar, dass das eine islamische Revolution wird? Ja, ich kann sagen, islamische Revolution kann man nicht sagen. Weil zwar haben sich die Islamisten in der letzten Phase des Volksaufstands gegen den Schah an die Spitze der Bewegung gesetzt. Aber angefangen hat der Volksaufstand nicht von den Islamisten. Das waren die Studenten, das waren die Lehrer, das war auch der iranische Mittelstand, der damals ökonomisch eine Position erreicht hatte, starke Position erreicht hatte durch die ganze Entwicklung der Ölindustrie und so weiter, aber nun politische Rechte verlangte. Das hatte mit Islam und Islamisten überhaupt nichts zu tun. Es war die iranische Zivilgesellschaft damals, die sich gegen Diktatur wandte. Khomeini war ja noch in Paris zu Khomeini der Zeit. Khomeini war erst in Najaf, also in Irak, im irakischen Exil. Da war er verbannt worden vom Schah. Und dann kam er nach Paris, und von dort aus hat er dann seine Ideen propagiert. Und viele haben auch, die überhaupt mit dem Islam nichts zu tun hatten, haben Khomeini unterstützt, weil sie dachten, gut, das ist eine charismatische Figur, und der kann die Massen sozusagen mobilisieren. Und später werde natürlich in die heilige Stadt Rom gehen, und er kann ja durchaus von dort aus seine Anweisungen geben und Ratschläge erteilen, aber regieren wird er nicht. Und also, das hat Khomeini auch selbst gesagt. Er hat niemals vorgehabt, hat er gesagt, die Regierung zu übernehmen. Und auch er hat öfters gesagt, kein einziger Geistlicher darf ein politisches Amt übernehmen. Das hat er gesagt. Also ich höre, das war eine Zeit des Aufbruchs 1979. Und noch nicht absehbar, dass sich da ein Regime installiert, das die Menschen bis wieder in die letzten Winkel kontrolliert. Nein, nein. Es war überhaupt nicht absehbar. Es war, wir hatten erst einmal eine wunderbare Zeit, das kann ich Ihnen sagen. Also für mich war das wie ein Traum. Ich bin nach 14, 15 Jahren in die Heimat zurückgekehrt, und ich konnte das überhaupt nicht glauben. Ich sagte ja schon, dass ich immer davon träumte, in Teheran zu sein. Aber nun war es wirklich. Und wir hatten eine völlig freie, offene, freundliche Gesellschaft. Es gab überhaupt keine Aggressionen. Irgendwie war das wie im Paradies plötzlich, weil der Schah konnte nicht mehr regieren. Der war schon wenige Wochen vor seinem Sturz. Und Khomeini war noch nicht da. Irgendwie war kein Herr über uns. Und die Leute fühlten sich wunderbar. Die haben alles, zum Beispiel diese städtische Müllabfuhr, wunderbar organisiert, wie noch nie zuvor. Sie hatten den Verkehr, haben sie geleitet, diesen furchtbaren Teheraner Verkehr, wo es dauernd kracht. Aber selbst wenn es gekracht hat, haben sich die Leute umarmt, haben gesagt, ist doch egal, wir haben eine wunderbare Zukunft vor uns und so weiter. Aber diese Zeit ging sehr schnell zu Ende. Dieser Frühling der Freiheit war sehr bald an seinem Ende angelangt, weil eben die Islamisten ihre Ideologie
durchsetzen wollten und, wie Khomeini einmal gesagt hat, das Leben der Menschen von vor der Geburt bis nach dem Tod kontrollieren. Sie haben nicht nur die gesellschaftlichen Aktivitäten kontrolliert, sie haben auch das Privatleben der Menschen kontrolliert. Es gab oft Hausdurchsuchungen, es gab oft Repressionen. Viele, viele Zehntausende wurden, die als Oppositionelle aktiv waren, hingerichtet. Es ist einfach eine ungeheuer schlimme Zeit gewesen. Zudem hatten wir einen 8-jährigen Krieg gegen Irak. Saddam Hussein wurde bis an die Zähne bewaffnet von Amerikanern, von Deutschen, der hat auch chemische Waffen bekommen, alles, und ermuntert, gegen Iran vorzugehen. Und nun galt es, das Vaterland zu verteidigen, den Islam zu verteidigen. Und also es klingt auch nach einem willkommenen Krieg, um das Regime zu installieren. Genau. Das war also sehr, sehr günstig für die Islamisten, weil dann konnte man jede Opposition als Kollaboration mit dem Feind. Schwarz-Weiß. Ja, alles. Aber Sie haben in unserem Gespräch schon angedeutet, dass den, ich sage es mal, Reformern ohne diesen fundamentalistisch-religiösen Hintergrund hat es an einem klaren Konzept gefehlt. Die wurden sozusagen rechts überholt von den Islamisten. Ja. Was wäre aus heutiger Sicht denn so ein Konzept? Also, schauen Sie, die iranische Revolution kam nach meiner Auffassung zu früh. Das Volk war zwar reif, um gegen die Diktatur aufzustehen, aber nicht reif genug, um Demokratie zu etablieren. Das heißt, es gab zu wenig Parteien, Kräfte, die tatsächlich eine Demokratisierung der Gesellschaft wollten. Sie waren alle gegen die Diktatur, aber mit wenig Zukunftsvorstellungen. Selbst behaupte ich, dass die Islamisten und auch Khomeini kein klares Konzept hatten. Es hat sich ergeben. Entwickelt dann. Ich glaube, selbst Khomeini war überrascht, dass er so viel Macht bekam auf einmal. Aber wir hatten, ich karikiere, totale Verwestlichung unter dem Schah, totale Islamisierung unter Khomeini. Würde es denn einen Mittelweg geben? Das muss einen Mittelweg geben. Es muss einen Mittelweg geben, der sich einerseits nicht gegen den Islam richtet, weil das ist ein islamisches Land, aber dieser Islam muss sich reformieren, um sich den Gegebenheiten einer modernen Welt anzupassen. Ohne diese Veränderung, ohne diese Reformen wird es nie gehen. Und da sind die Bemühungen sehr groß. Selbst, will ich sagen, bei den Konservativen hat ein Denkprozess begonnen. Und viele denken heute anders. Also die Islamische Republik Iran sieht trotz Ahmadinejad, trotz dieser ungeheuren Repressionen, ganz anders aus heute als vor 15 Jahren oder vor 10 Jahren. Ja, das hat damit zu tun, dass der Anteil an jungen Menschen sehr hoch ist in diesem Land. Der Anteil ist also über 50% der iranischen Bevölkerung ist unter 25 Jahre. Und diese Jugendlichen, die zu Beginn der Revolution alle ungeheuer begeistert waren, die Jugend war sehr begeistert. Die sind ja da aufgewachsen, oder? Sind da aufgewachsen. Mhm. Und die haben dem Regime in ihrer Mehrheit den Rücken gekehrt, weil ihre Ideale, sie wollen am Leben Spaß haben, sie wollen sich entwickeln, sie wollen ein anderes Leben haben, sie wollen nicht unbedingt, jetzt suchen sie nicht unbedingt ihre Ideale in den westlichen Gesellschaften, aber einfach, sie wollen sich selbst auch entwickeln, sie wollen frei sein, sie wollen nicht jeden Tag nieder, mit und hoch so schreien, sondern sie wollen in ihrem Beruf fortkommen. Die Arbeitslosigkeit unter Jugendlichen ist groß. Wir haben also gerade diese Jugend, diese iranische Jugend,
ist eine große Gefahr für den Bestand der Islamischen Republik. Darf ich noch mal in Ihre Geschichte zurückspringen, weil da gibt es doch noch einen ganz interessanten Punkt zusätzlich. Das war 1967, also Sie waren da im Exil in Deutschland. Da haben Sie ein Buch geschrieben, Persien, Modell eines Entwicklungslandes oder die Diktatur der freien Welt. Dieses Buch hatte massiven Einfluss auf die Studentenbewegung 1968. Warum jetzt ein Buch über den Iran? Ja, damals in den 60er Jahren herrschte ein völlig anderes oder falsches Bild über Iran. Der Schah wurde als ein reformierter Kaiser dargestellt, der nichts anderes im Kopf hat als das Wohl seines Landes und seines Volkes und so weiter. Und er war so ein, er und seine schönen Gattin, die waren beide sehr beliebt in Europa. Die ganze Boulevardpresse war voll. Es herrschte ein völlig falsches Bild über dieses Land. Und ich habe mir dann zum Ziel gesetzt, dieses Bild zurechtzurücken. Und das ist mir auf einmal zum Glück gelungen durch ganz verschiedene Umstände. Wir hatten damals die Studentenbewegung in Deutschland, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa, im Grunde in der ganzen Welt, waren in den 60er Jahren dieser Aufstand gegen die etablierten Gesellschaften und auch eine vermehrte Aufmerksamkeit auf die Länder der Dritten Welt. Und da stand plötzlich Iran im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, weil auch aus purer Zufall damals der Schah zu einem Besuch nach Deutschland kam, zu einem Staatsbesuch. Und damals wurde auch, wie Sie vielleicht wissen, ein deutscher Student ohne Sorge, getötet durch einen Polizisten. Und das hat die ganze Sache eskaliert. Und mein Buch hat eine ganz große Verbreitung gefunden damals. Und die waren alle erstaunt, welche neue Informationen plötzlich da waren über ein Land, das sie ganz anders einschätzten. Mhm. Gibt es denn so etwas wie eine persische Seele? Persische Seele? Ich weiß jetzt nicht, was Sie damit meinen. Ja, ich habe gedacht, Iran, oder, ist verbunden mit diesem ehemaligen Perserreich. Das war ja mal, ich habe gesehen, in der Zeit so 500 vor Christus, ein Riesenreich von heutigem Griechenland über Türkei, Israel, Palästina hinunter nach Ägypten bis an die Grenzen von Indien auf der anderen Seite. Da habe ich mir gedacht, vielleicht ist da in den Ursprüngen noch etwas da, also wir haben was eine man eine persische sehr, Seele nennen könnte. Ja, wir haben eine sehr, sehr lange Geschichte und sehr große Kultur. Und die Einführung des Islam und die Invasion der Araber nach Iran, das ist von vielen bis heute nicht verziehen. Mhm. Die Iraner sind sehr bewusst über ihre eigene Geschichte. Und diese Geschichte lebt in uns allen. Auch die iranische Poesie, die ganze Literatur, die wir haben, die ganze alte Kultur, die wir haben, das ist schon, Iran ist ein sehr großes Kulturvolk. Eben, ich meine, da habe ich mich gefragt, und jetzt haben wir eine Überformung durch den Islam, ja. Ob da durch eine Wiederbelebung von solchen Werten, aber Sie sagen, die existieren sowieso in Iran, die werden sowieso gepflegt. Die werden, aber die sind von den Islamisten, man hat versucht, sie zurückzudrängen, überhaupt eine Zeit lang galt also das Wort Nation oder Nationalismus, jetzt im positiven Sinne, galt als Schimpfwort. Und den Patrioten, man sagt, Islam ist eine Weltgemeinschaft und man darf sich jetzt nicht auf eine Nation so konzentrieren. Aber so allmählich merken auch die Islamisten,
dass diese Kultur so stark ist, dass man sie nicht zurückdrängen kann. Wo liegt Ihrer Ansicht nach das Hoffnungspotenzial heute in Iran? Also Sie haben uns erzählt von den Frauen, Sie haben uns erzählt von den Jugendlichen. Aber ich denke, die sind ja auch in sich gespalten. Da gibt es ja sicher auch die Jugendlichen, die eben sehr der religiösen Richtung anhängen. Wo liegt das aufklärerische Potenzial Ihrer Ansicht nach? Das Potenzial liegt in der weit verbreiteten iranischen Zivilgesellschaft. Wir haben Frauen, wir haben die gerade im Augenblick schon seit anderthalb Jahren führen die iranischen Frauen eine Kampagne durch. Sie wollen 1 Million Unterschriften sammeln für Gleichberechtigung. Ja. Sie gehen auf die Straße, sprechen die Leute an, sie gehen zu den Redaktionen, sie gehen zu den Partys, überall hin und sammeln Unterschriften. Indem sie Unterschriften sammeln, klären sie auf über die Rechte der Frauen. Und das ist eine Bewegung, die Islamisten nicht stoppen können. Ja. Wir sind schon am Schluss unseres Gesprächs. Wird sich konkret in den nächsten Jahren etwas verändern in Iran? Ich habe große Hoffnungen, weil eben die iranische Zivilgesellschaft ziemlich stark ist. Und wenn uns nicht von außen diese Entwicklung abgesprochen wird. Das heißt, wenn man nicht zu viel Druck auf Iran ausübt, Sanktionen und Krieg und so weiter, was nur den radikalen Kräften nutzen würde, dann werden wir bestimmt weiterkommen. Herr Niroumand, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Gerne. Dieses Gespräch gibt es natürlich auch als DVD oder VHS-Kopie. Bestellen können Sie wie immer unter folgender Adresse. Schweizer Fernsehen, Redaktion Sternstunden 8052 Zürich oder per E-Mail an sternkopien@sf.tv. Mehr Gedanken zum Iran von Bahman Niroumand können Sie in folgendem Buch nachlesen. Bahman Niroumand, Iran, die drohende Katastrophe, erschien bei Kiepenheuer & Witsch 2006. Dieses Gespräch können Sie sich übrigens jederzeit auch als Videopodcast anschauen. Einfach runterladen unter www.sf.tv/podcasts.